Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Infinite, ein Film, der in den USA bereits auf Paramount Plus erschienen ist, jetzt bei uns aber an Amazon direkt verkauft wurde, weil er sollte eigentlich von Paramount ins Kino kommen, wurde dann aber ganz kurzfristig wieder rausgenommen. Dementsprechend jetzt auf Amazon im Streaming, also kostenlos für alle Abonnenten, und ich muss sagen, da gehört er leider auch hin, denn storytechnisch geht es darum, wir haben die Infinites. Das sind besondere Menschen, ungefähr 500 gibt es da auf der Welt, und die haben die Fähigkeit, nach dem Tod in einem neuen Körper weiterzuleben. Also ihre Seele oder ihr Geist vergeht nicht, sondern sie erwachen nach einigen Jahren in einem neuen Körper wieder. Also im Kindesalter merkt man das dann sozusagen. Und dadurch haben sich über die Jahrhunderte oder Jahrtausende auch zwei Gruppen herauskristallisiert. Auf der einen Seite sozusagen die, die das zum Wohl der Menschheit nutzen wollen, diese Fähigkeit. Die anderen wollen aber eigentlich ja eher das Böse, so um sehr simpel zusammenzufassen. Und die möchten in diesem Film halt die Menschheit auslöschen. Also richtig groß gedacht gleich. Dementsprechend geht es halt darum, dass wir Evan, der ist die Hauptfigur hier, begleiten. Denn der ist in seiner Kindheit sehr, sehr viel hin und her geschoben worden zwischen Pflegefamilien und Kinderheim und hat psychische Probleme diagnostiziert bekommen. Aber wie sich dann rausstellt, ja, lebt er schon oder sein Geist schon seit mehreren hundert oder tausend Jahren. Und das ist für ihn plötzlich auch die einzige logische Erklärung mit seinen psychischen Problemen, denn er hat Fähigkeiten, die er nie gelernt hat, aber er sie perfekt beherrscht. Dementsprechend, ja, denkt er sich, okay, mache ich doch mal mit. Und wie er dann erfährt, ist er eine wichtige Schlüsselfigur im Kampf gegen das Böse, weil er bestimmte Informationen hat, aber die müssen erstmal aus seinem Kopf raus, weil er kann sich Stand jetzt an nichts erinnern. Dementsprechend, das ist die Story. Es ist nette Action, ganz okay umgesetzt, aber ein Film, den man nach einer Stunde später schon wieder komplett vergessen hat, weil man sich denkt, hä, um was ging es da jetzt nochmal? Und kein wirklich gut erzählter Film. Es fehlt an vielen Stellen ein bisschen die Tiefe und die Charaktere sind alle so ein bisschen eindimensional. Auf der anderen Seite ist die Action eigentlich ganz okay. Also die ist unterhaltsam, hat man aber definitiv schon Besseres gesehen, aber sie ist nicht wirklich schlecht. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass zum Beispiel die CGI-Effekte insgesamt für so ein Heimkino in Anführungszeichen Release ganz gut aussehen, aber so ein bisschen auch ein bisschen too much sind, weil zum Beispiel diese Geheimfestung irgendwo in Asien so verschlungen im Dschungel und groß ist, und dachte ich mir so, okay, warum macht ihr das komplett aus CGI? Macht doch irgendwie ein cooles Set, wo man auch drehen kann und das nicht so, ja, möchte gern aussieht. Das wäre irgendwie ein bisschen cooler gewesen und das nicht so aufbauscht auf, oh Gott, die ganze Welt und wir sind so groß. Das wäre alles kleiner, ein bisschen besser gewesen, authentischer hätte es gewirkt. Und ja, Mark Wahlberg spielt halt einfach Mark Wahlberg. Also der spielt halt die gleiche Rolle wie immer. Dementsprechend ein Film, den man nicht unbedingt anschauen muss, kann, aber nicht wirklich empfehlenswert ist. Durchschnittlicher Film, 3 von 5 Punkten für Streaming. Im Kino hätte ich dem nur 2 von 5 Punkten gegeben. Dementsprechend, das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!